Hallo und willkommen zur ersten Folge im Jahr 2024. Und dazu sage ich mal, zum neuen Start des Jahres starten wir auch mit der zweiten Staffel von der YouTube-Kacke. Nicht nachmachen, das zu nachmachen umgewandelt wurde. Von Jauer, wir starten direkt rein. Danke an Jauer, dass er dieses geile Video rausgehauen hat. Ach, Simmers World gab es doch keine neuen Folge, also ja. Außerdem, wo habe ich mal Bock, mir hier drauf mal wieder zu reagieren? Oh ja. Oh, oh. Digga, mach mal andere Musik, das muss irgendwie passen. Oh, oh, oh. Na, aber. Mario Kart. Egal. Bernhard, mach mal wieder aus jetzt. Du fängst jetzt nicht schon mit dieser Scheiße an. Hallo, hör mal zu. Mach, lass mich raus. Sag mal, lass uns jetzt mal ein. Ja, halt. Kannst du mir mal mein Handy holen? Du brauchst mir übrigens keine Sorgen machen. Liebe Zuschauer, erinnern Sie sich noch an den letzten Sommer? Wir hatten dieses Scheißhäuschen im Grünen. Ja. Naja, und deshalb dachten wir, wir packen jetzt mal das Nötigste zusammen und packen jetzt mal aufs Land. Aber nur das Allernötigste. Und wir haben uns etwas völlig anderes ausgesucht. Nämlich einen kompletten Bauernkonkurs. So this is what $50 million buys you in Austin, Texas. We've got 9 bedrooms, 11 bathrooms. Ich liebe diese frische Landluft. Alle Achtung! Einparken und einscheißen und auspacken in einem. Chapeau, Kollege. Ich will herzlich willkommen zu Nachmachen. Das Leben ist Wohlhof. Also jedenfalls hier und für uns. Heute sehen Sie, warum es wichtig und richtig ist, auf den richtigen und wichtigen Reifendruck zu achten. Ach du Scheiße, der hat Reifen verloren. Und ein Bernhard Wacker unter Alkoholeinfluss. Guten Tag. Oh, das sieht aber. Das ist aber toll. Oh, guck mal hier. Digga. Du stinkst nach Scheiße. Findest du? Hast du das Raumspray dabei? Ja, habe ich. Digga, das bringt's überhaupt nicht. Warte mal. Ach so, das Pampers-Verfahren. Ja. Oh. Ja, das. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert. Aber gut, ne? Aprilfrisch. Meine Damen und Herren, heute ist es soweit. Wir übergeben uns. Man kann unter diesen Tüten leider atmen. Wir überschreiten leider die dunkelrotesten Autisten. Wir setzen uns über den Porno hinweg. Du Keck. Wir machen aber trotzdem Revolution. Denn alles, was heutzutage Spaß macht, wird einem sofort verboten. Und darum setzen wir uns jetzt. Sie haben sich gesetzt. Wir machen etwas total Illegales, etwas vollkommen Verbotenes! Egal. Halt's Maul. Weißt du, wie das geht? Perfekt. Ich hab keinen blassen Schimmer. Kurze Frage, kennt sich hier irgendjemand aus mit illegalem Diss aus Hisslilenden? Alle. Alle? Oh Gott. Hier scheißen wir rein, also die Scheiße, die man halt verwenden will, zusammen mit sehr, sehr hochprozentigen. So, müssen wir mal rein. So, dann geht das alles hier rein. Hier ist so ein Schwanz, also so ein sehr langer Schwanz und Wasser. Das Wasser kühlt den Schwanz und tropft dann später hier raus. Ananas auch mit Charge. Nein! Jetzt müssen wir es anzünden. Ja. Nicht den Schwanz jetzt rausziehe, dann kommen doch die Dämpfe direkt hier raus. Ja, aber das wäre natürlich nicht so gut, weil Schwanzdämpfe sind hochexplosiv. Dann kann das doch jetzt jede Sekunde explodieren, mhm, oder? Stimmt. Komm, ich kann Kaffee trinken. Was hat man uns in dieser Sendung nicht schon alles vorgeworfen? Dass wir zu fett sind, zu verantwortungslos, zu geil, zu homosexuell. Die Leute würden das nachmachen, was wir tun. Völliger Unsinn. Und damit wir mit diesen Vorwürfen in Zukunft nichts mehr zu tun haben, blasen wir uns einen. Oh Gott. Wie im Swingerclub in Thüringen. Wir haben natürlich Sicherheitssachen an, Arbeitsschutz, das muss einfach sein. Wir blasen da jetzt rein, gleich knallt, sagen ja, wir gleich schon mal vorab. Das Peng hat das jetzt nicht die Überraschung, das ist, was die Leute. Oh, ist das langweilig. Ja, das, also. Alles langweilig. Leider alles langweilig. Ich habe mich ja schon so richtig eingelebt hier. Und mit den Leuten von der Feuerwehr sind wir auch schon auf du und du. Hallo, Bifi. Hallo, ihr zwei. Oh. Ja.
Hallo. Seien auch Sie wieder dabei, wenn es heißt, tun Sie, was wir tun würden. Nachmachen. Man muss doch nicht immer televisionäre YouTube-Platte, Superlative, Kampfknochenbrechen, Blutspritz. Wie galt? Ich weiß, was wir heute tun werden. Was denn? Wir gehen auf die Kirmes. Die Bitches, meinst du? Bitches sagt man, ja, Leute. Aber nee, ich meine jetzt, welches Fahrgeschäft hast du besonders gern? Ach so, ich... Bitches. Oh. Ja, super. Schlussklappe, 107, 103. Ich schäme mich überhaupt nicht auf! Dass ich mit meinem... Ja, ich würde auch sagen, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schaut doch gerne bei Jau vorbei. Tschüss.